Mitternacht. Die Jagd auf die freien Spieler wurde eröffnet und die Teams übten erstmal Zurückhaltung. Man kann sagen, dass es nicht die erwarteten Bieterkriege geben wird. Obwohl es keine Gehaltsobergrenze mehr gibt, blieben die Scheckbücher noch in den Taschen. Die Ungewissheit der Zukunft und die drohende Aussperrung der Spieler in der Saison 2011 haben die Clubchefs vorsichtiger agieren lassen als gedacht. Etwa 200 eingeschränkte freie Spieler sind auf dem Markt, die nicht nur Geld kosten, sondern auch noch durch Abgaben an Wahlmöglichkeiten in der Draft und oder zusätzliche Abgaben eigener Spieler an das vormalige Team kompensiert werden müssen. Einige Teams wie die Buccaneers, Packers und die Steelers haben schon vorab verkündet, dass sie nicht an Bieterkriegen teilnehmen werden. Andere Teams wie die Chargers und die Dolphins wollen bestimmte Positionen mit neuen Spielern aufpolstern. Die Redskins und die Cowboys sind die Teams, von denen die größten Ausgaben erwartet werden. Die Besitzer der Teams schwimmen in Geld und sie wollen Erfolg. Die Redskins versuchen ja schon seit Jahren, mit den guten Teams mitzuhalten. Sie versuchen schon lange, ein wettbewerbsfähiges Team durch den freien Spielermarkt zusammenzukaufen. Bisher erfolglos. Die Cowboys sehen einem Super Bowl im eigenen Stadion entgegen, ein Spiel, das sie nicht verpassen wollen. Phase 1 der NFL im Niemandsland hat also begonnen. Ein neuer Vertrag zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft kam nicht zustande. Die Saison ohne Gehaltsobergrenze läuft. Warten wir auf Phase 2, die Aussperrung der Spieler zur Saison 2011, die den Angestellten der Clubs zeigen soll, wer in der Liga am längeren Hebel sitzt. Wir Fans stehen da nur zwischen den Fronten und unsere Interessen und Sehnsüchte interessieren die Herren in den oberen Etagen der NFL einen Scheiß. Die Lions legten sofort los, als der freie Spielermarkt begann. Sie verhandelten noch in der Nacht mit Kyle Vandenbosch, dem Defensive End der Titans. Lions Head Coach Jim Schwartz fuhr persönlich zu Vandenbosch nach Hause, um ihm ein Angebot zu unterbreiten. Die Jets polsterten ihre sowieso nicht schwache Verteidigung weiter auf. Sie verpflichteten Cornerback Antonio Cromartie von den Chargers. In San Diego war man mit den Leistungen Cromarties nicht mehr zufrieden, doch die Jets sahen etwas in ihm, das sie veranlasste, ihn zu kaufen. Der Spielzug, der in ihrem Playoff-Spiel gegen San Diego ihre 10-Punkte-Führung brachte, kann es nicht gewesen sein. Hier stand Cromartie erst wie angewurzelt da, als Jets Running Back Sean Green durch ein Loch in der Line auf ihn zulief. Als Cromartie Green nach 53 Yards noch einholte und aus dem Feld schubste, hatte Green allerdings schon die Endzone erreicht. Die Chargers haben sich anders besonnen. Sie wollen Darren Sproles nur dann abgeben, wenn sie eine Wahlmöglichkeit in der ersten und der dritten Runde der nächsten Draft für ihn bekommen. Erst wollten sie den Running Back auf den freien Spielermarkt ziehen lassen, aber ohne Sproles und Tomlinson hätten sie doch recht verloren dagestanden. Und Sproles steht jetzt mit weiteren 7,3 Millionen auf seinem Konto in der nächsten Saison da. Die Panthers feuerten Quarterback Jake Delhomme. Damit setzten sie den Quarterback vor die Tür nur ein Jahr, nachdem sie ihm einen neuen langfristigen Vertrag gegeben hatten. Nach der Vertragsverlängerung spielte er dann allerdings die schlechteste Saison seiner Karriere. Ein Festhalten an ihm wäre spielerischer Selbstmord gewesen. Peyton Manning musste operiert werden. Der Quarterback der Colts wurde in Chicago an einem eingeklemmten Nerv am Rücken operiert. Manning musste nur eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.